Das ist das Diagramm für die Landung in Rise of Light, also der übliche Landevorgang ohne Landeklappen. Das mal so gezeigt. Die Ausschwebestrecke ist relativ lang. Man hat also so diesen klassischen Schwebeanflug, hält das Flugzeug halt waagerecht in der Luft und setzt die Maschine dann nach Erreichen der richtigen Geschwindigkeit halt auf. Der Landeanflug an sich ist also so ganz klassisch und hat den Nachteil, dass ich halt im Cockpit die Landebahn nicht so gut sehen kann wie in dem anderen Landeanflug, den ich auch noch zeigen werde. Das ist jetzt hier mal die Cockpit-Ansicht so gezeigt. Man sieht also so ein bisschen, ja, das Gefühl für den eigentlichen Bodenabstand, das bleibt so ein bisschen weg. Und so ist es aber gewesen, so waren die Landungen, weil eben Landeklappen waren nicht vorhanden. Und das heißt, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass man ja, in Anführungszeichen eben diesen Landeanflug so ein bisschen blind macht und da einfach ein Gefühl für entwickeln muss, wie setze ich die Maschine auf und mit was für einer Geschwindigkeit setze ich die auf und was für einen Bodenabstand muss ich haben. Also es ist so ja, gewöhnungsbedürftig, man muss es ein paar Mal machen, aber dann klappt es auch sehr, sehr gut mit den Maschinen. So, das ist jetzt hier der Albatros D2. So eine sehr gutmütige Maschine im Ground Handling und da ist die Landung auch sehr einfach zu fliegen. Das ist jetzt das Diagramm für die Landung in IL-2, also mit den etwas höher technisierten Maschinen, mit dann Landeklappen auch. Und da sieht man eben auch, dass ich eben sehr steil im Winkel auf die Landebahn zufliege und habe dann nur eine relativ kurze Ausschwebestrecke, wo ich im Grunde genommen so die Energie rausfliege, die letzte restliche Energie noch, um die Landegeschwindigkeit zu erreichen, um dann safe zu sein und setze die Maschine dann auf den Boden. Die Landung selber ist ja einfach, also ich finde sie einfacher, sie so auszuführen wie hier in diesem Diagramm. Und als ich damals von Rise of Flight auf IL-2 gewechselt habe, bin ich auch diese klassische Rise of Flight Landung geflogen und habe dann erst das Handbuch entdeckt und habe dann meine Landung umgestellt und finde sie so eigentlich auch wesentlich besser zu fliegen und einfacher zu fliegen als in Rise of Flight, wo ich die Maschine halt auf einer langen Ausschwebestrecke halt auf die Bahn setze. Ja, wollte ich mal vorgestellt haben, nochmal diese Unterschiedlichkeit der beiden Landeanflüge und dass man das irgendwie nicht miteinander verwechseln sollte, was man in dem einen und dem anderen Game macht. In diesem Sinne.